Dari, let's play. Ich bin Batman. Ich bin Zelda. Und damit willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Episode von Ich bin Zelda. Oder ich bin Link. Und so, ne? Weil Zelda ist ja ein Mädchen, wir sind ja kein Mädchen. Ja, wobei manchmal vielleicht ja doch so ein bisschen. Eigentlich sind wir hier, nein, auch wenn wir gerade durch diese Duttfrisur vielleicht so ein bisschen mädchenhaft aussehen. Zeig mal. Ja, ist schon ein bisschen mädchenhaft, ne? Auch mit der Blättermaske, auch mit den Ohrringen. Hallo, ich bin Link. Ja, Link ist auch ein Mädchenname. Ich bin noch so jung, deswegen kann man auch noch nichts sehen an der Brust. Aber ist ja, das ist eine andere Sache. Das ist eine Frage. Ist Link ein Mädchen? Ein Mädchen, das noch nicht in der Pubertät ist. Das ist eventuell möglich. Dann sind hier wieder ganz neue Theorien, die wir aufspinnen hier an der Stelle. Ist Link vielleicht die kleine Schwester von Zelda? Nur, das weiß keiner. Das wäre doch rein theoretisch. Ich meine, das, ja. Ich meine, da hat eine etwas dunklere Stimme für ein Mädchen, aber nicht zu dunkel. Es gibt auch Frauen mit tiefen Stimmen, ne? Natürlich gibt's die. Aber sowas von. Also, ich halte das für durchaus möglich. Ja, die Japaner, die sind ja, was das angeht, sowieso so ein bisschen anders gestrickt, glaube ich, ne? Also, das ist schon nicht unbedingt abwegig, was ich hier gerade rede, ne? Vielleicht unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. So, wir waren damit hier im Dschungel überall, würde ich sagen. Womit wir jetzt nach Norden weiterziehen. Richtung Norden. Und zwar zum Pappelhochland, dem Adeja-See, dem Meerbau-Hochland und hier dem Farodra-Plateau. Da oben ist bestimmt noch ein Krok drauf. Kannst du mir erzählen, was du willst? Da ist einer. Dann gehen wir doch jetzt direkt nach Osten erst. Westen, Entschuldigung. Man verwechselt immer Osten und Westen. Keine Ahnung warum. Genauso wie ich links und rechts ganz gerne manchmal verwechsel. Zumindest so im ersten Moment. Wenn ich drüber nachdenke, dann weiß ich natürlich, wo rechts ist. Was verwechsel ich noch ganz gerne? Zahlen verdrehe ich mal ganz gerne. Aus einer 47 wird eine 74. Zu 80%. Verwechsel ich die Zahlen. Der kommt aber vom Englischen her. Weil im Englischen wieder anders funktioniert. Und ich in der Freizeit eigentlich sehr viel Englisch mache. So englische Filme gucken und so weiter mache ich sehr gerne. Und das ist dann schon für mich, muss ich an der Stelle sagen, verwirrend. Wenn die dann irgendwann mit 74 sagen und die meinen dann eben 74. 74, ja, das ist richtig. Aber im Deutschen wird es dann heißen 47. Ja. Deswegen, das ist dann schon mal, das ist dann verwirrend. Die Engländer machen das richtig. Die springen da nicht hin und her bei den Zahlen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber die springen nicht hin und her, die machen einfach von vorne nach hinten, gehen die Zahlen durch, wir Deutschen. Ne. Bei der Zahlenreihe machen wir das so, dann wird wieder komisch gedreht, dann ist wieder hier, da wird hin und her gesprungen bei den Zahlen. Verrückt. Aber so ist das. Ja. Ist schon wieder dunkel. Tag ist schon wieder vorbei. Nein, es wird gleich an zu regnen. Geh nach oben. Schnell. Das wird na toll. Boah. Wir können uns hier noch festhalten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit den Füßen. Ah, auf die Fresse, Fledermäuschen. Was? Ja, okay. Egal, wir haben Bumerangs. Bumerangs. Wie ein Bumerang. So, genau. Dann gucken wir uns das Plateau hier oben an. Wird wahrscheinlich kein Krok sein. Der hätte nämlich dann schon... Okay, ist doch ein Krok. Ich wollte gerade sagen, der hätte dann schon was gesagt, aber der ist ja wieder so ein Spätzünder. Kannst ja nichts gegen machen. Ah, hier. Ein Krok. Nummer 63? Ah, 64, okay. Guck mal, wie bedrohlich das aussieht. Das Schloss wird schon von zwei unserer Titanen unter Beschuss genommen. Ja, Garnon, ne? Varuta und Varudania, die heizen hier ganz schön ein, ne? Tja. Und das ist erstmal der Anfang. Vom Ende.
Da unten ist ein Croc. Oh, guck mal, wie viele Crocs. Was ist denn hier? Das ist ja schön. Das mag ich. Von die Croc-Landschaft. Nummer 1. Da vorne ist Nummer 2. Ah, der kommt jetzt auch hierher. Ja, wir haben dann 2 Crocs auf einem Fleck. Das ist ja cool. Hatten wir ja noch nie. Komm, 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 komm. Ist halt lustig. Hallo. Da, unterhaltet euch, ihr Lieben. Nur deswegen habe ich das gemacht, nur für euch. Ah, eine Schleichschnecke. Kennen wir noch nicht. Ich hätte es eigentlich mehr an Elektroschnecke oder so gedacht. Aber okay. Hä? Hatten wir auch schon mal aufgehoben, hatte ich nur nicht fotografiert. Ja. Kommt natürlich vor. Hin und wieder sowas. Ja, den Frosch haben wir schon. Aber hätte mich jetzt auch nicht unbedingt gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre. So, da waren wir schon soweit. Hier oben ist, glaube ich, auch nichts von Interesse. Oh, das Wetter ist wieder besser. Ah, doch. Ah, ein Croc wieder mit den Flensken hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, schon wieder. Ich habe nicht mitgezählt. 67 oder so bestimmt. Jawohl, stimmt sogar. Meine Fresse, was wir wieder Croc sammeln. Hallo, Ziege. Wo laufen wir zuerst her? Wir bleiben erstmal hier oben auf dem Berg, glaube ich, und dann geht's da runter. Finde ich als Idee so ganz gut. Dann müssen wir nachher wieder ganz viel rumkraxeln. Ist ja auch nervig. Wieder alles looten, was hier ist. Also alles nicht. Wir haben ein paar Sachen vergessen, aber so großzügig looten, was gerade eben vor uns ist. Na, 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 das wird schon, nee, das schaffen wir, okay. Sehr gut. Da vorne kreisen die Geier, warum? Ach so, ja, da ist ja die Quelle des Mutes, okay. Schon wieder am Regnen. Ach, so nervig. Ah, ein Croc. Der kommt da raus und macht sich erstmal sauber, hast du das gesehen? Hat den Dreck abgeklopft. Das war ein sauberes Skelett gewesen, muss man sagen. So, ein Croc hier irgendwo? Nee, hier hat er schon wieder aufgehört mit den Geräuschen. Ha, wo ist er denn? Irgendwo da. Dann. Ich habe da eine Idee. Ich hätte es gesagt, hier eigentlich. Aber hier ist auch wieder nichts. Hä? Herr Croc, wo sind sie denn? Zeigen sie sich. Auch nicht. Hallo? Was soll das denn? Hier fängt er an. Also irgendwo weiter nach da wahrscheinlich. Ja, also ich sehe nichts, ist das Problem. Kein Stein, kein gar nichts zum Aufheben. Ist ja was an dem. Ach, da, guck mal, da kann man was wegsprengen. Ich bin auch blind manchmal, ne? Und da ist ein Stein zum Aufheben, sehr gut. Alles richtig gemacht. Auf Wiedersehen. So. Weiter geht's. Glück haben wir Pona irgendwo da hinten stehen lassen. Die wäre komplett unnütz gewesen hier im Gelände. Müssen wir einfach mal sagen. Unsere Epona. Ja. Ha, wie friedlich das von hier oben aussieht in diesem Regen jetzt. Da hinten geht die Sonne langsam auf. Die Vögel fliegen. Der Regen plätschert. Da hinten ist ein Schrein, wo wir noch nicht waren. Ha, sehr gut.
Hat einfach mal die Stimmung kaputt gemacht, der Schrein. War gerade so eine schöne, entspannte Stimmung. Ich versuche, schöne Worte zu finden und dann auch der Schrein. Nein. Okay. Hier oben ist gar nichts. Gesehen von der tollen Aussicht natürlich. Da, der Krok hat sich gemeldet. Da muss der Stein rein. Wo ist der Stein? Wo ist er? Stein. Wo ist Stein? Link, suchen Stein. Wo? Oder magnetisches Stein-Ding? Stein. Wo ist? Wo du verstecken? Stein. Stein? Hallo Stein? Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Der muss hier irgendwo... Irgendwo ist der doch. Ah, da ist was drin. Da ist was. Was ist das? Rüstling. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Da hinten sind ganz viele Steine. Da muss ich bestimmt einen hier rüberrollen. Was? Wie soll ich das denn machen? Das wird ein Spaß, ey. Ja, was ist los? Den kann ich doch nie da hochkullern. Ja, hau ab. Ist ja gut. So, runter hier. Boah, ich freue mich schon so auf das Biom da mit den Tafelbergen. Endlich mal wieder was Neues sehen. Nicht immer nur Ebenen und so ein paar Hügel und so. Bläh, so ein Kack da. So, dann machen wir das eben auf die ganz andere Art und Weise. Indem wir da einfach drauf brezeln. Wie der bekloppte Link. So, mehr geht nicht. Wenn der nicht reingeht, weiß ich auch nicht. Ja, das war ein bisschen zu feste, glaube ich. Aber nur ein bisschen. So ein Müh. Vielleicht mal eine Umdrehung weniger. Oder 10. So, der nächste bitte. Wir haben ja noch 3 Stück. Zwei. Wir haben noch 2. Und wenn nicht, laufen wir ein bisschen weiter weg. Dann resetten die schon. Waffen da haben wir auch genug, um das hier weiterspielen zu können. Das Spielchen. So, noch einmal bitte. Yeah, voll der Flohmarkt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das muss eventuell reichen. Ich habe nur 4-mal getroffen. Ja, das ist doch gefühlvoll. Yay! Was sag ich? 4-mal. Krocksam. 69. So. Vielen Dank, lieber Krok, für dieses Geschenk, das du uns gemacht hast. Dass du uns freiwillig deinen Samen überreichst. Das ist schon, das macht nicht jeder. Die meisten Spezies behalten den Samen für sich selbst. Beziehungsweise für interrassielle Geflogenheiten, um sich da fortzuentwickeln und so. Aber nee, andere Rassen damit beglücken, das machen die wenigsten. Ich meine, gut, der Mensch ist unter anderem dazu in der Lage. Das nennt sich dann irgendwie, was weiß ich, irgend so ein Fetisch ist das. Aber davon möchte ich jetzt nichts... Nee. Das ist ja in Ordnung. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Da wird mir schon wieder schlecht. So. Was haben wir denn hier schon wieder? Da unten, da ist doch irgendwas drunter. Kann mir erzählen, was du willst. Da ist... Ah, sehr schön. Einmal drehen, bitte, für den guten Zweck. Boah, voll rot. Ich will nicht wissen, wo der hinfliegt. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Ja. Vielleicht haben wir noch einen Bobklin irgendwo getroffen, wenn wir Glück haben. Hallöchen. 70. Ja, sehr schön. Boah, okay. Der hat Glück gehabt. Ich wollte mich schon wieder entschuldigen, aber muss ich nicht. Mein Gott, ist das riesig hier. Ich dachte, okay, wir können da jetzt runter. Wir haben hier schon alles gesehen am Berg. Denkste. Ach, guck mal, Erinnerung. Ne? Als wir da hergelaufen sind. Unser erster Turm, den wir da, also erste Turm hier unten, den wir erkundet haben.
Ja, da unten muss ja auch irgendwo der Schrein eigentlich sein, ne? Da so hinter dem Berg, glaube ich. Irgendwo. Ach, da. Ja, okay. Sogar ein bisschen weiter weg noch. Da hinten. Stimmt. Da irgendwo müsste der sein. Da sieht man den. Da sieht man den, die Spitze von diesem Schrein. Unserem allerersten Schrein hier unten. Was ist denn da? Ah, irgendein abgebranntes Dorf. Cool. Also nicht so cool für die Leute, die da gewohnt haben. Aber cool, weil es da vielleicht irgend so ein paar interessante Sachen zu finden gibt, zu entdecken. Ja. Okay. Da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Mit den Bockblindviechern. Wir schleichen uns. Was macht der denn da? Wieder mit dem Fass werfen? Ich glaube, ich würde sagen, wir gehen den da besuchen, ne? Aber so voll Karacho. Ey, das kann aber gut werfen. Da muss man den lassen. Ich muss was essen. Weil wenn ich da gleich hingehe und wir haben keine Mifa bereit, dann können wir schon sterben eventuell. So ein bisschen könnte man sterben. Das ist ja viel zu viel Leben, oder? Da, wir essen das. Und, ah, lecker. Ist halt alles lecker. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst fressen soll. So. So, das haben wir. Außergewöhnliche Maßnahmen erfordern außergewöhnliche Rüstung. Dementsprechend ziehen wir mal wieder unsere grimmige Gottheit-Klamotte an. So. Und dazu. Sollen wir mal das Maß dann nehmen? Nee. Machen wir nicht. Bam, bam, bam. Runter! Verpiss dich! Halt die Fresse! Kein Bock auf ein Orchester. Na, tschüss. Mifas Gebet ist bereit. Jawohl, Mifas Gebet, wenn man es braucht. Holzpfeile 10 Stück. Bam, 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 bam. Mal schön ins Rückgrat, ins Gesicht. Überall hin. Da, wo es weh tut am besten. So, Waffe Nummer 1 ist weg. Wer hat gelacht? Der dürfte keine Waffe haben. Dementsprechend können wir hier... Was macht der denn da? Ist das geil mit den Zweihänderwaffen. Einen Kreis drehen und einfach draufknüppeln. So, die hat natürlich überhaupt gar keine Schnitte. War auch zu erwarten. Ich hätte eigentlich gar nichts essen müssen. Der hat mich einmal gerade geboxt am Ende, aber das weiß man ja vorher nicht. So, Krogge die Krog. Und so. Wir haben schon wieder ordentlich Pfeile angesammelt, finde ich. So, wo geht's denn weiter? Da können wir nochmal schnell hin. Und dann sind wir hier am Berg eigentlich auch schon so gut wie fertig. Ja, das war's. Für diese 5 Meter. Das sieht auf der Map viel größer aus. Und jetzt laufe ich hier 2 Sekunden und dann bin ich schon da. Ah, guck mal, da ist ja irgendwas Gigantisches. Da, so ein Riesenbaum ist da umgefallen. Guck dir das mal an, der ist von innen hohl. Voller Hohlkopf. Da sieht man den auf der Map. Da, das ist ein riesiger Baum, der hier einfach mal irgendwann umgekippt ist. Vielleicht ist deswegen hier das Dorf kaputt, weil da auch ein Teil des Baumes gelandet ist. Da, das könnte sein. Da gucken wir uns jetzt sofort um. Ah. Boah, keine Ahnung, warum da so ein Riesenbaum stand. Unüblich. Einfach so ein einzelner Baum. Hm. So ein Riesending. Ja, das war's hier, würde ich sagen. Dann schauen wir uns... Ah, nee. Hallo. Was ist hier los? Ins Gesicht! Boah, der ist tot. War ein normaler? Ach, war ein normaler. Ich dachte, so ein Meteorfritze. Der ist kaputt. Der sagt nix mehr. Ist das ein Sumpf oder ist das
Ist das Wasser oder Sumpf oder was? Ah, was versteckt sich denn hier Schönes? Ein kleines Hütschgen. So, was ist hier los? Ja, wer will auf die Fresse? Ja, du auf jeden Fall. Hau ab. Na, was ist los hier? Der Held ist da. Komm her. Ja, los, du. Genau du. Nein. Blöd, Mann, ey. Ja? Na. Nur nicht drängeln, kommt alle dran. Oh, das war's schon mit der Waffe. Ja, ist nicht schlimm. Aua. Hallöchen, was machst du denn da? Hast du dich vergessen zu verstecken? Oh, was ist das denn? So, weg mit dir. Gib deinen Bockstock her. So, da vorne rennt zwar noch einer rum, aber der versorgt uns gerade wieder ein bisschen mit Pfeilen, weil er zu doof zum Treffen ist. Finde ich ja gar nicht so schlecht. Muss ich mal sagen, das ist ja auch schon ein bisschen nett von denen. Muss man anerkennen. Oder ja, man muss gar nichts. Man muss nichts. Aber ich finde das nett von denen. Ne? Ich meine, damit unterstützt er uns ja bei der Schlacht gegen Ganon. Ne, du bist ja ein ganz lieber, glaube ich. Ja. Hallo. Hier sind wir. Oh, daneben. Hallo, hier. Ja, mach doch. Ja, los. Ja, du hast fast getroffen. Die Richtung war schon gut. Jetzt nochmal. Cool, können wir den jetzt verarschen, wenn wir jetzt eigentlich hier jetzt uns verkleiden? Nur eine spontane Verwandlung. Nee. Hallo. Was ist, wenn ich mich jetzt in den Großen verwandle? Hat er einen Respekt vor uns? Hey, ich bin Moplin, du Sack. Ist dir schon klar, ne? Was? Du Drecksack. Kein Respekt vor Moplins? Die sind größer. Ted ist ein respektloses Vieh gewesen, ne? Zäh. Weiße Moplin, erstmal kaputt kloppen. Die großen, bösen Moplins. So läuft das also bei denen. Hätten wir das auch rausgefunden. Ah, ein Krog-Rätsel ist da vorne. Nein, was soll ich denn mit so einem scheiß Holzschild, ey? Ja. Da oben drauf. Kaum zu übersehen. Zack. Und runter. Hallo? Ich dachte, da muss da hin. Anscheinend nicht. Ja, wohin denn dann? Ja, dann findet mal raus, wo der hin soll. Da hinten, da drunter, nee. Da drunter, nee. Da drauf, nee. Da, nee. Da muss er hier. Auch nicht. Oder hier vor? Auch nicht. Was? Ist hier irgendwo was, das uns sagt, wohin? Ach, da oben. Da ist ja noch einer an der Wand. Okay. Jetzt einfach nur nach unten und dann haben wir das. Jawollo! Vielen lieben Dank für den Samen. So, dann haben wir hier das Hütschgen auch. Dann können wir jetzt hier wirklich zum Adeasee runterspringen. Lalalala. Ah, oh, ein paar Eicheln. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Ich glaube, zum Kochen haben die sich nicht so geeignet, ne? Oder? Keine Ahnung. So ein Kochkompendium wäre nicht schlecht, wo mal alle drinsteht mit den Rezepten, die man schon mal benutzt hat. Okay, das ist kein Sumpf, das ist normaler. Also ist schon Sumpf, aber nicht so einer, wo man drin versumpfen kann. Man kann da durchlaufen. Das wollte ich damit eigentlich nur ausdrücken. Okay. Hier vorne fängt ein Sümpfchen an. Genau da. Oder... keine Ahnung, ob der hier anfängt oder hier aufhört. Das ist jetzt auch wieder eine Definitionssache. Wobei, nee, der fängt ja immer da an.
wo die Quelle ist. Beziehungsweise ein See hat ja an sich keine Quelle. Ist ja kein Fluss. Der See ist die Quelle. Keine Ahnung. Wir lassen den da mal in Ruhe. Und laufen hier oben ein bisschen rum. Davon waren wir sogar schon. Bei dem Teich. Wir sind schon mal hergelaufen. Erinnere ich mich gar nicht dran. An den Riesenbaum, dass ich den gesehen habe. Ist mir wahrscheinlich nur nicht aufgefallen, dass das ein Baum ist. Da drin ist bestimmt was. Jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Schrein, aber ein Krog, ja. Aha. Da unten. Eine Blume. Da oben. Der uralte Baum. Aha. Wir werden wieder nach unten gelotst. Und da wären wir auch schon wieder. Adea Dorfruinen. Du hast mich entdeckt. Nummer 4. Ach, 72 erst, okay. Danke, danke, danke. Lieber Krog. Ist hier gerade der Drache irgendwo am Rumfliegen? Das wird zumindest den Wind erklären. Der hier auf einmal aufkommt. Ich glaube ja, ne? Und das ist einfach so Wind. Okay. Hätte ja sein können. Diese Steine hier sehen schon ein bisschen komisch aus. Also. So ein bisschen. Ah, okay. Dann ist wieder klar, was wir da machen müssen. Allzu leicht. Bumm. Ja, ja. Ja, klar. Ich meine, die Rätsel wiederholen. Wenn man einmal alle rausbekommen hat, dann ist es immer wieder das Gleiche. Dann ist es einfach nur, ja, redundant im Prinzip in der Nachmache. Keine Ahnung, was das für ein Satz ist. Da vorne war die Erinnerung, die kennen wir ja schon. Warum glüht das da so komisch? Guck mal da, ne? Da war die Erinnerung. Deswegen waren wir auch da gewesen. Wegen der Erinnerung sind wir hierher gelatscht, ne? Und weil wir damals nach dem Drachen gesucht hatten. Wo der spawnen könnte. So. Ja, ist egal. Der wäre sowieso mit einem Schlag kaputt gewesen. Ob ich jetzt von hinten mich anschleiche oder das so mache. Ändert ja nichts. Ha. Ja, Ex-Alfons natürlich wieder. Aber kein Schrein, ne? Weit und breit. Eigentlich schon wieder schade. Wir haben schon länger jetzt keinen Schrein mehr gesehen. Hm. Ah, hier ist noch irgendwo ein Krog. Da unten, ich sehe ihn doch. Rumflitzen. Sehr gut. Da, da, ja, bleib da. Nein, ach, jetzt haut er ab. Ah, wie kann denn riechen, hat der hier so einen komischen Flickflack-Kurs. Ach, der macht mich so jetzt. Nein, das habe ich nicht A gedrückt. Jetzt aber hier. Habe ich dich. Du bist aber ein launischer Bursche, ne? Haben wir nicht. Ist hier noch irgendwas? Hier ist nämlich ein Stein. Ist schon wieder seltsam. Hm. Ja, mal gucken, ob wir den gleich irgendwo hinschieben müssen. Vielleicht. Da wird wahrscheinlich nichts sein, außer den Spacken. Aber wir laufen hier trotzdem mal her. Vielleicht werden wir überrascht. Ah, ich glaube, der ist tot.
Ah ne, ist einer von der starken Sorte. Trotzdem tot. Meteorstab. Hm. Brauchen wir aber nicht. Hier ist leider gar nichts. Hätte aber sein können. Ja, huhu, was ist denn hier los? Huhu. Ja, beziehungsweise tschüss, denn die Aufnahme ist mal wieder im Kasten. Die Episode ist vorbei. Jetzt wird geschnitten und alle hochgeladen, damit ihr in den Genuss dieser Episode kommen könnt. Ja, das war's, wollte ich eigentlich nur sagen. Gut, in der nächsten Episode werden wir uns hier diesen Adeia-See noch ein bisschen genauer angucken. Wird aber nur eine Sache von ein paar Minuten sein, denke ich. Und danach geht's dann weiter Richtung, ja, lass mich überlegen. Ich glaube, ich würde sagen, im Westen des Gebiets. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Dann ist der Westen dieses Gebiets noch komplett fehlt. Wir müssen ja eigentlich auch noch den ganzen Hylia-See ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, weil wir den ja nicht wirklich so großzügig erkundet haben. Eigentlich gar nicht, ne? Da an der Brücke rum ein bisschen, da wo der Drache rauskommt auch, aber ansonsten nicht so. Ja, werden wir in den nächsten Episoden sehen, würde ich sagen. Alles klar, ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao.